So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Und wir werden jetzt erst einmal unsere zwei Fertigkeitspunkte vergeben. Und zwar nehmen wir einmal Konterrolle und einmal Weg des Raben. So, das haben wir. Wir haben ja damit aufgehört, dass wir zu einem Hof sollten oder dass das Gebräu wieder wegbringen sollten, was irgendwie unter der Erde war. Ne? Ich weiß auch nicht, das ist jetzt eine neue Session, warum ich hier schon direkt groggy bin. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir sind auch woanders, ja. Also wir waren diese 260 Meter. Wenn wir auf der Karte gucken. Ah ne, doch, wir sind weiterhin da. Gut, da kommen wir ja nicht hin, ja. Das habe ich auch nachgelesen. Es ist tatsächlich ein Bug. Wie auch sonst, ne? Wie auch sonst. Und nach Recherchen und Hilfe habe ich dann herausgefunden, dass es angeblich hier sein soll. Ja, musst du dir mal vorstellen. Das ist jetzt. Wir sind jetzt im Endeffekt 2,6 oder fast 2,7 Kilometer ganz woanders, ja. Und deswegen, um dieses Gebräu jetzt dahin zu bringen. Und da soll wohl auch dieser Hof sein. Wenn wir jetzt einfach mal hier hinreisen. Und dann werden wir dem auf den Grund gehen. Wenn das jetzt da unerwarteterweise nicht sein sollte, dann machen wir eine andere Mission. Ja, wenn wir das jetzt hier nicht finden, dann Pech gehabt. Dann muss ich nochmal weiter recherchieren. Aber nach jetzigem Plan, nach jetzigen Informationen, babam, soll es da sein. Ja, und das werden wir jetzt gleich mal herausfinden, hoffe ich. Und dann bin ich mal gespannt. Aber ich habe schon gehört, dass dieses Julfest irgendwie einen Bug drin haben soll. Aber ich weiß halt nie, wann und wo, was hier in diesem Spiel passiert, ja? Sei nur noch mal erinnert an die Hasen zum Beispiel, die wir da hatten, oder sonst was da alles war. Das schwebende Bein, ne? Der schwebende Krug, das Schwingebein, was wir hatten. Alles möglich, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier so passiert, ne? Bin ja noch ein bisschen skeptisch, dass wir das jetzt hinkriegen werden. Aber er lädt schon mal lange. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Vielleicht auch nicht. Ach so, wir müssen uns ja jetzt im neuen Jahr befinden, ne? Also frohes Neues. Jetzt solange der Bildschirm hier noch lädt, war irgendwie ein anderes Silvester als sonst, ja? Also ich weiß ja noch nicht, also ist die Aufnahme ist jetzt vor Silvester, aber ich nehme einfach mal an, dass es ein anderes Silvester sein wird, aufgrund der ganzen Reglementierungen. Ich bin an der gleichen Stelle wie vorher und kann mich nicht bewegen. Das ist nicht gut. Ich hab doch. Warum bin ich jetzt da? Hey! Ich hab doch eine Schnellreise hier hinten hingemacht. Ja. Schnellreise. Jetzt sag nicht, ich kann von diesem Ort keine Schnellreise machen, dann kriege ich zu viel. Das wird wieder eine ganz, ganz spezielle Folge, glaube ich. Jetzt können wir uns doch nicht mal mehr bei Schnellreisen sicher sein, dass wir da ankommen, wo wir hinwollen, ne? Eieiei. Wenn das jetzt mit der Schnellreise nicht funktioniert, dann werde ich pausieren und dann werde ich diese 2,7 Kilometer reiten, laufen, schwimmen, wie auch immer. Weil, wenn wir da jetzt nicht wegkommen, dann wäre das eher suboptimal, ja.
Das gibt's ja nicht. Ach ja, ich kann mich ja noch nicht mal bewegen. Geil. Geil, guck mal. Ich weiche gerade aus. Okay. Wie ist der Plan? Ich denke, ich werde mal pausieren, werde das Spiel neu starten und dann hoffen wir mal, dass es dann funktioniert. Also, ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich, ne? So, Freunde, es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Wir sind wieder da. Ja, wir sind in Granta Sete und da wollten wir hin. Ich hoffe, jetzt ist auch da natürlich das, was wir machen müssen, ne? Bisher läuft es. Das heißt noch nichts. Wer weiß, was da noch passiert. Wir müssen da hinten hin. Zumindest soll da irgendwo. Sieht noch nicht danach aus, ne? Oh, Fallschaden. Reingehabt. Ich bin ja mal gespannt, ob das hier irgendwo ist. Weil irgendwie kann ich mir das auch wiederum nicht so wirklich vorstellen. Oh, warte, da ist jemand. Das ist er doch. Das ist unser Aki doch. Junge, ich kann nicht mit dir reden. Oh, mach keinen Scheiß. Geh einfach mal hier hin. Nee. Das Ding ist, ich kann nicht mit ihm reden. Also wir wissen, dass es hier ist anscheinend. Einfach die Führung übernehmen, kommst du mit? Nee. Kumpel. Oder ist dieses Gebräu noch ganz woanders? Bringe das Gebräu zurück. Viehhof bauen. Wir sind, also das stimmt zumindest. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Zu ihm muss ich das ja wahrscheinlich auch bringen. Junge, rede doch mit mir. Vor allem das Ding ist halt einfach, ich habe ja diesen. Ich hab ja das Fass gar nicht mehr. Das Fass ist ja einfach abgehauen. Weißt du? Dementsprechend habe ich nichts, was ich dir geben kann. Zeig es mir. Ja, zeig es mir. Na, da zeigt er mir auch nichts. Zeigt mir hier noch nicht mal irgendwie, was ist das? So. Ja, dann hat sich diese Mission wohl erledigt für uns. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach eine neue Mission auswählen? Wir verfolgen die jetzt. Okay. Ah nein, ich habe mich ja vertan. Ich will ja was anderes machen. Pass auf, jetzt. Nehmen wir. Seinen Viehhof errichten. Nein. Das machen wir.
Bringe das geheime Gebräu zurück, ja. Da hinten soll ich es hinbringen, ja. Junge. Doch falsch. Was, wenn wir den hier bauen? Der ist auch da hinten. Ja klar, ist er auch da hinten. Ist ja auch falsch. Oh je. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, dieses Spiel. Dieses Spiel. Viehhof bauen, yo. Aber wo? Also ich meine, solange er mir hier das nicht anzeigt, kann ich denn wegen dem Viehhof mit dir reden? Auch nicht. Junge, wofür stehst du hier eigentlich? Ach, das ist ja wieder das Richtige jetzt hier, ne? Die Schlägerei haben wir gemacht, bewegliche Ziele haben wir gemacht. Ja, das haben wir. Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Ach, das ist da nicht mehr normal. Ah, ohne Witz, das ist nicht mehr normal. Da hinten? Oh Mann. Das ist aber weit weg. Aber das ist in einem Gebiet, was für unsere Stärke eigentlich in Ordnung ist. Der Obbedun. Ah je, komm, dann reisen wir jetzt dahin, dann machen wir den. Boah, hast gesehen, jetzt hat noch nicht mal mehr dieses. Sieht noch nicht mal das Rad mehr gefühlt von der Schnellreise. Ah je. Okay, also erstmal der. Also, aber wir tasten uns ran, ja. Konnten wir gar keine Schnellreise machen. Jetzt sind wir an dem richtigen Ort. Haben aber dieses scheiß Fass nicht mehr. Vielleicht ist ja das Fass wieder an dem anderen Ort aufgetaucht. Glaube ich eher nicht dran, ja, aber zuzutrauen wäre es dem Spiel. Aber dann ist halt immer noch das Ding. Ich krieg's nicht auf ein Pferd. Und ich kann ja nicht diese 3 Kilometer oder 2,7 Kilometer da laufen. Wäre ja doof. Zumal ich früher oder später irgendeinen Fluss überqueren muss. Und dann würde ich dieses Fass eh verlieren, wenn ich schwimmen muss. Das wurmt mich schon extrem, ja. Das ist unfassbar. Ach Mann, ey. Aber anscheinend bin ich nicht der Einzige, dem das passiert. Also zumindest anderen Leuten, die können dann die Mission machen, ja, ich nicht. Da muss ich nochmal nachhaken, was da los ist. Dann gehen wir hier weg. Ich jetzt. Ja. Wollte ihn nicht erschrecken, tut mir leid. Was ist denn da drüben jetzt wieder? Dann gucken wir uns das eben an. Was auch immer das jetzt wieder ist. Skaris Erinnerungen. Meine Tage als Krieger sind gezählt. Statt unter einer alten Eiche zu sitzen und auf den Hafen zu blicken, sitze ich nun auf dieser einsamen Insel und blicke auf meine Vergangenheit. Kannst du mal aufhören? Wohin kann mein Weg mich noch führen? Wo soll ich das wissen? Willst du mit mir singen? Warte doch mal. Das hilft, die Zeit zu vertreiben. Skaris Gekritzel. Setz dich zu mir. Über frostige Weiten schleppen kriechend wir uns alle, labten uns am Fleisch in der großen Halle. Zu den windigen Feldern dieser sächsischen Lande kam ärmlich und reich, bester Boden und Sande. Über Gräben und Galgen den Körper voll Krämpfe, zu diesem einsamen Eiland, wo ich nicht länger kämpfe. Wo ich voller Hoffnung mein Segel nun hisse, auf der Suche nach Frieden, den ich schmerzlich vermisse. Also ich hätte das den ersten Teil besser als Reim lesen sollen. Komm hier.
Dieses Lied. Du hast sicher viele Tage auf einem Langschiff verbracht. Oh ja. Siehst du meine salzgegerbten Haare? Sie haben ziemlich was abbekommen im Lauf der Zeit. Jetzt sind sie wie Stroh. Dann solltest du dich von Pferden fernhalten. Ha! Du bist sehr scharfsinnig und hart im Nehmen, wie es aussieht. Aber du bist nicht vom Ragnarsson-Lager in Kleopedun. Ich hätte dich wiedererkannt. Ich gehöre einem anderen Clan an. Warum hast du deinen verlassen? Ich wurde verstoßen. Zu alt, zu schwach. Ich war nur noch Ballast. Ich muss mich daran gewöhnen, Schlachtfelder nur noch aus der Ferne zu sehen. Darin liegt keine Schande. Nicht viele leben lang genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Du hast es dir verdient. Hab ich das? Oder habe ich meine Gelegenheit verpasst? Ich dachte, ich wüsste, was kommt. Aber jetzt erscheint mir alles fremd. Sei offen dafür. Segle übers Meer. Schreibe deine Lieder und schreie sie in den Wind. Das klingt doch schön. Du bist viel zu jung für so weise Worte. Dir und deinem Clan ist eine glänzende Zukunft beschieden. Ich würde gerne dazu beitragen. Nimm diesen Schlüssel. Wenn du in Cheopedum bist, geh zu meinem Haus am Hafen. Ein großer Baum steht davor. Darin wirst du einige meiner wertvollsten Besitztümer finden. Nimm sie an dich. Ich brauche sie nicht mehr. Du ehrst mich. Sieh es als Geschenk von der alten Garde an die neue. Odin sei mit dir, Dränger. Mich irritiert, dass das wir die ganze Zeit nicht Eivor gesehen haben. Warte, dann gehen wir nochmal eben zurück, ja? Ich sollte nach dem Haus des alten Wikingers Ausschau halten, wenn ich in Kleopedun bin. Ja, das suchen wir jetzt mal eben. Ein großer Baum steht davor, ja? Das ist ein großer Baum. Würde ich jetzt mal so sagen. Na komm. Ach ja. Na, da ist der große Baum. Ja, mit dir will ich nicht reden. Ah, hier, das wird es dann wahrscheinlich sein. Korrekt. Das muss das Haus des alten Wikingers sein. Skaris Tagebuch. Dass ich seine Sachen an mich nehme. Ja, genau, das. Ich meine, das haben wir schon mal gelesen. Da war es noch verschlossen. Oh. Hey, tragen nicht. Nordisches Gedicht, okay. Habe ich alles? Also, ne? Das müssten wir noch mitnehmen. Nur wohin? Diese Kiste ist voller Lieder. Es muss lange gedauert haben, sie niederzuschreiben. Ich sollte sie ihm zurückgeben. Ah, okay. Ja, das machen wir dann noch eben. Geben wir ihm die noch zurück. So, dann müssen wir hier... Halt, geht ja auch zufällig das Boot. Dann leg das mal ab. Leg's nur nicht ins Wasser. Gut. Nein, nicht tragen. Führung. Ja. Gehen wir hier an den Rand, weil dann können wir nämlich von hier aus dann gleich weiter. Da. Fragen. Hier, mein Freund. Ja, ich weiß, dass ich so einen Boden stellen muss. Ach nein, ich will es nicht lesen. Ich will nur hinstellen, Mann. Warte mal. Stell's ihm direkt vor die Nase. Ja, stell ab.
Mann. Muss ich mich jetzt wieder hier hinsetzen? Du hast ein paar schöne Stücke hinterlassen, alter Mann. Ah, du bist zurück. Warum verschwendest du deine Zeit mit mir? In dieser Kiste sind all die Lieder, die du aufgeschrieben hast. Das kann ich weder annehmen noch vergelten. Du wirst sie sicher noch einmal ansehen wollen. Du solltest sie behalten. Die hatte ich ganz vergessen. Daran kann ich arbeiten, wenn ich meine Reise fortsetze. Nur die untergehende Sonne kann dir sagen, wann du anhalten sollst. Vielleicht nicht einmal die. Zum zweiten Mal hast du dir meine Bewunderung verdient. Bitte sag mir deinen Namen. Eivor. Eivor. Wenn die Götter es wollen, werde ich vor dir an Odins Tisch sitzen. Dort werde ich von dir sprechen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass du deinen Platz einnimmst, werden sie dich mit Namen begrüßen. Leb wohl. Korrekt. Auf bald, mein Freund. Oh, warte mal. Warte mal. Waren das hier etwa kleine Flusswälze? Warte. Boah, wie soll ich den kriegen? Nein. Das nicht. War viel zu lange für. Ach, was soll's. Komm, wir übernehmen die Führung. Wir haben noch 2 Kilometer vor uns. Aber weißt du was? Komm. Gucken wir, dass wir so weit kommen mit dem Schiff wie möglich. Ach, guck mal, hier ist sogar noch was. Aber das machen wir jetzt nicht. Oh, wird es jetzt hier kalt? Natürlich nicht so cool. Wald von Skirvudu. Da können wir hier denn in dem Fluss folgen? Natürlich hätten wir den anderen Fluss nehmen müssen. Natürlich. Also wir werden da einen Zwischenstopp machen. Wir werden jetzt erstmal dem Fluss weiter folgen. Ah ne, da entfernen wir uns. Das war doof. Egal. Das war doof. Ah, egal. Dann würde ich sagen, reiten wir zu unserem Aussichtspunkt. Gucken, ob wir da ohne Probleme hinkommen. Das sieht mir schon wieder sehr beschwerlich aus, dieser Weg hier. Ich glaube, das wird nichts. Ah, ich glaube, hier müssen wir zu Fuß weiter. Jetzt ist die Frage, halten wir auf den Reichtum? Steuern wir darauf zu oder nicht? Er ist da. Oh, was ist das hier? Seid ihr Freund oder Feind? Seid Freund, okay. Was auch immer ihr hier macht. Speerspitze, okay. Hallo Freunde der Speerspitze. Das sind dann wahrscheinlich da oben keine Freunde. Oh oh. Ort entdeckt. Weste Ulkatrop. Ulkatrop. Ah, das. Dieser Ort wird gut bewacht. Okay. Sind also keine Freunde. Frage ist. Sieh mal nach, Sühnen. Frage ist, wie stark sind diese Freunde?
Ach, empfohlene Stärke 250. Ah ja, sehr. Natürlich. Knapp daneben. Okay, also wenn wir hier erstmal auf null Konfrontation gehen, dann uns erstmal nur den Aussichtspunkt holen. Und dann dem Typen hinreiten und den killen, den Räuberkönig. Hier macht es mit dem Pferd auch eigentlich auch wieder wenig Sinn, weil wir die ganze Zeit klettern müssen. Aber das ist irgendwie schon wieder eine verkorkste Folge, mal ganz ehrlich. Das kannst du mir ja nicht sagen, dass wir dieses Julfest jetzt da nicht machen können. Wie doof ist das denn dann? Ah, hier ist sogar irgendwas. Holtbeeren. Aber kommst du darüber? Jawohl. Tag. Nehmen wir das hier mal mit. Was ist das denn hier? Ah, korrekt. Damit. Genau, leg jetzt mal noch ab. Korrekt. Kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Das brauchen wir nicht. Ja, wir klettern außen lang, oder? Einfacher, denke ich. Boah, was ein Sprungklimmzug. Noch nicht abrutschen, Evo. Okay. Ich frage mich, ah doch, da unten. Sehe ich ihn. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt unseren Räuberhotzenplotz hier kriegen. Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Sollten wir keinen Kampf machen, ja? Auch die Tiere sind hier wahrscheinlich zu stark für uns. Das einzige grüne Fleckchen hier. Na, mal gucken. Also ich will eigentlich nur zu dem Räuberkönig. Dem Räuberkönig. Den Rest will ich erstmal noch gar nicht machen. Aber der ist so weit weg. Ist egal, wir können jetzt schwimmen. Oh, aber da kommen wir nicht runter, oder? Oh. Wir können jetzt schwimmen. Weiter geht's, komm. Hopp, hopp. Muss er rüber? Jawohl. Oh, da kommt. Jo. Oh, je, je. Oh, sag nicht, der ist da drin. Ein bisschen uncool. Ach, fuck, der ist da drin. Ernsthaft. Bitte das Ziel. Er ist ernsthaft hier drin. Stunbur. Kommst du da jetzt nicht hoch? Hey, boah. Okay, wir haben uns hochgebackt. Alles klar. Sehr gut. Bitte das Ziel. Ah,
korrekt, die reiten hier durch. Warte, er ist da hinten. Okay, geil. Na, wo ist er? Oh, der ist viel zu stark für uns. Boah, jo. Er war viel zu stark für uns. Er denkt, er wäre viel zu stark für uns. Gut, bestätigen bitte. Was machst du da jetzt mit ihm im Gebüsch? Ebo. Sei artig. Deine Zeit in Midgard ist beendet. Jo. Ich muss dieses Spiel hier manchmal nicht verstehen, ne? Aber warte mal, das sind doch jetzt hier alles Freunde, oder nicht? Oh, da ist er ist Feind. Können wir nicht einfach dann diese Sachen hier nehmen? Oder sind das... Ne, das sind alles Freunde. Alles Freunde, bis auf die paar komischen Vögel. Dann hole ich mir das hier. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, alles Freunde. Korrekt. Korrekt. So, wo ist es denn? Da unten. Sich fallen lassen auf das andere Seil? Also, ja, dann macht das. Ja, korrekt. Hat sich das zumindest noch gelohnt, würde ich sagen. Dann können wir gucken. Hier sind jetzt auch noch zwei Sachen. Dann holen wir die auch noch. Haben wir noch einen Ankerplatz? Eigentlich sehr gut. Aus des Berserkers. Jo. Dann holen wir uns dann die beiden Schätze da. Da, ja, die sind da hinten. Aber ich muss das mit diesem Julfsfest irgendwie rausfinden. Das kann er nicht angehen. Das dulde ich nicht, sowas. Dulde keine Bugs. Hashtag keine Macht den Bugs. Oh, hier. Ruhe plündern. Warnung, es kommen Stimmen aus dem Brunnen. Oh, dachte, jemand wäre hineingefallen. Doch als ich ins Dunkel rief, kam nicht ein Flüstern zurück. Nur als ich mich abwandte, klangen die Stimmen wieder. Nähere dich dem Brunnen nicht, mein Sohn. Wir werden unser Wasser nun von weiter weg holen müssen. Das ist natürlich doof. Wenn der Brunnen mit dir spricht, ist nicht gut. Oh. Oh, ich muss in den Brunnen. Das ist der creepy Brunnen. Redet er auch mit mir? Nö. Will ja reingehen. Was ist das? Titan. Titan redet mit den Leuten. Ah, der Titan, das ist Oliver Kahn, glaube ich, ne? Das ist nicht. Das ist Oliver Kahn, der ist hier in dem Brunnen gefangen. So, komm, geh mal raus hier. So. Haben wir das auch? Da hinten ist noch ein Feind. Ah. Gegen den habe ich jetzt erstmal nichts. Tja. Was machen wir mit dieser Folge? Hm? Bin mir noch nicht so sicher. Der
Tag, an dem das Bier verschwand. Ich muss das nochmal irgendwie rausfinden. Das kann ja nie sein. Hier haben wir jetzt erstmal nichts. Achso, also die Pflanzen sammeln. Ja, sonst machen wir mit der Hauptquest hier weiter. Mit Sigurd. Ich werde das erstmal verfolgen. Da müssen wir eh woanders hinreiten, ne? Ja, hier, neuer Ort. Das heißt, wir reisen, dann würden von hier aus da erstmal hinreisen. Den Aussichtspunkt machen und dann dahin. Ja, das war jetzt mit dem Flusswels, ne? Ja. Gut, dann will ich aber jetzt noch mal einmal gucken, ob das funktioniert. Warte mal, wir müssen... Hier war das, ne? Versuch's nochmal. Gebe nicht auf. Wenn wir jetzt da hinkommen und da passiert nichts, dann beende ich es für heute. Dann muss ich erstmal recherchieren, woran das liegen kann, ne? Und entweder haben wir Glück und ich kann es dann in der nächsten Folge machen. Oder wir haben Pech und dann machen wir die Hauptquest weiter. Und das war jetzt eigentlich mehr so ein bisschen, ja, halb improvisiert, halb mussten wir das machen mit dem Räuberkönig. Also von daher war jetzt nicht ganz vergebens die Folge, ne? Aber lief zumindest anders als geplant. Aber naja, da steckst du nicht hinter. Das ist das Spiel, ja? Du weißt nie, wann der nächste Bug kommt. Und wenn der Bug kommt, dann weißt du nicht, ob es einen Bug im Bug gibt. Ah, also du bist permanent umgeben von den Fehlern anderer. Aber ich habe auch überlegt, mir ein neues, ich habe ja ein paar Helix-Credits. Die werde ich jetzt demnächst einlösen und dann werden wir uns ein neues Outfit hier kaufen. Werden wir schicker aussehen. Ah, ich weiß noch nicht, wann wir das machen. Aber wir werden das machen. Wir müssen... Ah, jetzt ist es auch Tag. Vielleicht liegt es auch daran. Warte mal, wo muss ich denn nochmal hin? Da unten muss ich nicht hin. Da hinten muss ich hin, ne? Genau, ich bin hier lang. Genau, hier sind wir lang. Oh, ja, das war der Fallschaden, genau. Die haben wir dann zerstört. Die sind zum Glück wieder da. Können wir nochmal einsammeln. Ja. Und da drüben war er. Ey, Aki war das, ne? Aki, ich hab dein Gebräu. Rede mit mir. Schwimm schneller, komm. Der torkelt schon wieder wie vorhin. Nee. Ach Junge. Ich kann ja noch nicht mal anrempeln. Oh, er bewegt sich jetzt. Macht er irgendwas anderes jetzt? Nein, er geht wieder dahin. Okay. Also ich werde es nachgucken und werden diese Mission machen. Wir werden sie machen. Egal wie, egal wann, egal wo. Egal wo sie auftaucht, werden sie machen. Aber in dem Fall jetzt erstmal bin ich geschlagen und wir sehen uns dann morgen. Vielleicht mit der Lösung, vielleicht aber auch nicht. Also lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.